Aber das da unten ist eh kein regulärer Weg, das heißt, ich komme eh gleich wieder rauf eigentlich. Nein, du kommst nicht hoch. Du kannst den Teleport nehmen und hoch. Okay. Ja, weil da hat es ja noch Treppen geben, die raufgehen. Ja, ja, rechts. Also die erste rechts, die führt dich weiter, also. Okay. Das ist der erste. Ja, toll, der hat die kaputt gemacht, der Honk. Danke. Oh, bugged, oder? Woche für Beruf und Weiterbildung. Wieso sollte ich noch einen Beruf wollen? Ja, gerne. Das ist der Sohn vom Shadow. Der was mit uns mitzockt. Nein. Nein. Shadow nicht. Was bist Shadow 32? Ich? Ja. Na, 28. 29. 28, du hörst dich an wie 80, Alter. 80? Ja, denke ich mir auch. Na, der war noch nicht bei uns in Wien. Das ist, weil er sich nicht nach Wien traut. Ihr seid zu gefährlich, was er kommt, meinen. Er kommt aus, warte, lass mich raten. Bremen. Nein. Nein? Okay, warte, lass mich nochmal raten. Düsseldorf. Nein. Okay, lass mich nochmal raten. Köln. Nein. Okay, dann weiß ich es nicht. Hamburg? Augsburg. Augsburg. Bayern. Der Bayern. Ah! Du lachst mal gleich die Uhr war auch schon ab. Gut, dann gehen wir wieder zurück zum alten Speicherpunkt. Mund auf. Aua! So, hol dich jetzt lang, die Treppen auf. Aber wenn ich schon hier bin, kill ich die ganzen Steinsoldaten um. Vielleicht krieg ich noch eine. Ah, nein, mach das lieber nicht, da kommen die scheiß gelben Arschlöcher wieder. Ja, wo? Bin schon weg, Alter. Viel Spaß da. Ich bin schon weg, ich renn schon weg um mein Leben. Nein. Oh, zweimal, nein. You died. Irgendwie habe ich Pech jetzt momentan mit den Hosts. Pech? Die Lava ist sehr pixelig, ey. Wenn man runterfällt, sieht man es, dass es nicht sehr schön ist. Oh. Alter. Okay. Hört mich deine Mutter, oder was? Was? Nein, hört mich deine Mutter. Na. Mein Headset im Gegensatz zu Marien, sein Headset ist so gut, dass man nichts aus den Kopfhörern raushört. Heißt, das ist eine versteinerte Schildkröte. Nicht aufgeben, Dickwanst. Das ist eine Falle, nicht Falle, aber halt so, dass du Angst bekommst irgendwie. Angst habe ich, wenn ich Slender spiele. Ah, was ist das giftige Boden? Slender? Ah, ich höre eh schon, wie er raufkommt. Oder? Ich hätte gedacht, ich habe was gehört. Okay, das ist hier Knick. Jetzt weiß ich, was das ist. Raus aus dem Wasser! Was? Deine Rüstung ist das. Was ist jetzt gerade zerbrochen? Mann, nicht schon wieder der zweite Drachenring. Und ich kann schon wieder zum blöden Schmieden. Das ist ja Wahnsinn. Ich liebe es. Neue Spieler liebe ich einfach. Kacke, Mann. Ach, ist so schön. Was daran schön, mein Ring ist kaputt. Ja, es mir macht halt Spaß, weil die kleinen Fehler jeden passieren. Mir ist es auch passiert. Scheiße, Mann. Ich geb's ja zu. Aber es ist ja das Lustige. Jetzt schieß doch, du Bauer! Bauer Franz hieß, ja, danke Bauer Franz. Ah, Gott sei Dank, Alter. Ich hab keine Fernkampf-Viecher. Jetzt geh mal weg da. Geh mal weg von dir. Böder Kackring. So.
Ich habe was in dem Wasser, habe ich was glutet. Gibt's da sonst irgendwas da drin oder? Es gibt zwei Sachen, glaube ich. Oh, okay. Ich will da nicht nochmal rein, ehrlich gesagt. Nee, scheiß drauf. Ich hol die Sachen nie. Wahrscheinlich eh nur eine Titanitscholle. Nee, es ist nicht so sinnvolles. Nichts okay. So wirklich. Deswegen sage ich, ignoriere ich es einfach. Ich brauche es überhaupt nicht. Ich lasse es einfach. Oh, was hat der für eine coole Zwillingsklinge da, der Kopflose? Kopflose? Ja, da ist so eine kopflose Statue, die hat eine Zwillingsklinge in der Hand. Einen Moment bitte. Oh, oh, da, 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 da. Welche von den Masken hat mich jetzt mit dem Giftpfeil abgeschossen? Sagt es gleich. Alle schießen. Alle schießen. Blöde kackigen Masken. Sieht eh nicht creepy genug aus, müssen einen noch abfallen. Oh, kacke. Diese Mastodon-Ritter, die haben ziemlich coole Schwerter. Was sind das bitte für Schwerter? Die Schwerter machst du dann, Großschwert? Achso, hab ich schon. Ja, hast du. Bei einer Schatztruhe ist es. Ja. Geh mal weg bitte da. Synans Rüstung. Ah, na, Syans Rüstung. Syan, was? Ach so. Ah, die ist cool, finde ich. Die hat einen. Ach, ja. Wie heißt es? Cape halt. Ja, sieht verdammt nicht schlecht aus. Bisschen sehr wuchtig, aber sieht nicht schlecht aus. Ja. Schon wieder. Wieder bei der Schatz. Ach Gott, Leute. Ich krieg nie meine Menschlichkeit zurück, wenn ihr so arbeitet. Oh. Ah, Mann! In dem Ding ist ja auch wirklich alles verflucht. Nö, ah, du warst beim Bild, wenn du Fluch sagst. Ja, Mann, ich hab mir gedacht, okay, cooles Ding, schauen wir mal rein. Ja, schauen wir mal. Und schon verflucht. Wie bei Dark Souls 1, damit wir in Painted World of Ariamis 2 reingehen können. Ja, vielleicht hätte passieren können, ha? Ja, jetzt ist passiert. Namenloser Thronräuber. Und versuch mal herauszufinden, wer das sein könnte, vielleicht. Ich sehe es gerade nicht. Schau sie mir genauer rein an, vielleicht. Das ist das nicht die Schlampe, der ich das Gewand gegeben habe? Gewand? Nein. Ich erkenne das nicht. Das Alter. Ist nicht. Sie ist es nicht, nein. Ich erkenne das nicht. Aber es ist wohl eine andere Frau. Wie viele Frauen gibt es denn im Spiel? Ich kenne nur die Smaragd-Pussy. Ja, eins. Und dann die was ich befreit habe. Oh Mann, die macht dann aber ziemlich fertig. Es gibt noch ein paar. Die Händlerin beispielsweise kannst du. Ah, sagen. die was die Steine verhandelte. Nein. Die ist halb nackig, ja. Du siehst ja, die hat ja einen riesen Ausschnitt. Ich weiß jetzt nicht unbedingt. Wie sieht diejenige aus? Schau sie mal genauer an. Ja, sie hat Trainerklamotten an. Nee, hat sie nicht. Ja, eine Robe. Die hat eine Robe. Wie viele Leute haben eine Robe? Weiß ich nicht. Ich kann mich nicht mehr erinnern, Shadow. Egal. Das ist diejenige, die Miracles verkauft. Die auch den Weg freigeschaltet hat für 2000. Weißt du? Ach, die was die Treppe da, die. Ja, okay. Genau. Und wenn du ihre Questline machst, also du findest bei dem Schloss, glaube ich, findest du einen Invaderstein. Okay. Einen schwarzen Crack Eye Orb oder so. Wenn du das machst, also aktivierst, okay. Da steht
Invasion in eine Welt von einem Sünder oder so. Oder einem einen Schuldigen oder so. Dann landest du bei ihr und kämpfst gegen sie. Und dann wird sie aber stinkig, sagt, ah, du hast mich erkannt, so ungefähr. Also du hast ihr Ding herausgefunden, weil da steht namenlose Tonräuberin, also dass sie eine Räuberin ist halt. Das sind halt so die kleinen Geschichten, aber bei ja, irgendwie dazu hätte ich, dazu hätte ich jeden, ja, dazu hätte ich jeden NPC 50.000 Mal anquatschen müssen. Ja, ja. Das ist halt, aber wie gesagt, bei Dark Souls fand ich die Stories viel besser. Hier sind eher viele schuldig oder dämlich teilweise. Aber bei Dark Souls war es halt so, dass das einfach traurig war. Viele Geschichten waren traurig. Viele sind in Tragödie haben geendet, die Geschichten. Du weißt ja auch. Hast du die Story von Ding fertig gemacht? Von Siegmeier? Auf Katharina? Ja. Ja, wo da unten bei dem Aschesee. Ja, mit seiner Tochter, ich weiß schon. Also, der gestorben ist er nicht, sie hat ihn umgebracht. Ja, sie musste ihn ja umbringen. Ja, ne, meine ich, aber er ist ja gestorben. Halt, das war traurig. Dann war es ja auch eine andere Story, die traurig geendet haben. Weißt du, was hier fehlt? Ich bin jetzt bei dem Schloss, bei der Königin da. Da fehlen irgendwie so die Dickbrüstige, wie in Dark Souls 1. Ja, das fehlt auch. Besucht Wendrick. Scheiße, wer war jetzt nochmal Wendrick, Alter? Wendrick ist der König. King Wendrick. Okay. Der Dranglake aus der Scheiße rausgeholt hat. Da ist gleich der Boss, oder? Da ist ein Bosskampf, ja. Ah, da gehen wir mal solo und hab jetzt Bock auf Solo. Ja, das ist Solo machbar. Das ist ein schöner Kampf. Drachenreiter, alles klar. Ja, ist naja, schöner Den Kampf. Den ersten kämen wir schon mal. Ja. Es ist kein schöner Kampf, aber. Ah, der schießt mich mit. Ach so, das sind die beiden zusammen. Ja, zwei Stück sind. Was ist los? Hat sich. Wo ist er da oben? Das ist irgendwie so Boss Recycling. Das ist nicht so gerade. Aber naja. Halt die Dynamik ist bisschen. Ja, der Host ist gestorben. Der Host ist gestorben. Ah, jetzt kommt plötzlich der andere dazu. Alles klar. Oh verdammt. Alter, ich hasse es. Das haben die echt unfair gemacht. Man hilft anderen Leuten und kämpft davor gegen ein Monster und dann greift er einen gleich nach der Ding an. Statt mal etwas Ruhepause zu geben, zu sagen, hey, der hat anderen Leuten geholfen. Wir sollten ihm nicht gleich in den Arsch kneifen, aber nee. Scheiße, bin ich doch. Hallo? Oi. Es geht an Adi schon wieder PvP, wie man hört. Nein, ich Scheiße. Bin Boss. Durchfall. Wegen was ja. Mit deiner Schwester bei dir? Ha? Was? Deine Schwester bei dir oder was? Ja. Schon wieder weg. Bist du schon wieder weg? Ja, war nur kürzer. Nein, wir hatten mir nur was vorbeibracht und haben nur geschaut wegen Auto. Das ist schwer, irgendwann nehmen wir uns auch. So. Erst wo wollte ich gerade. Das ist so ungerecht, der Wall hat mich da mit seinen scheiß Pfeilen ab. Input lag for the win. Boah, ich hab fetten Pfeil im Kopf stecken. Komm schon. Was hat man das gleich mit dem neuen Headset so gehört, oder was? Was? Na, wir waren am Anfang, wie sie da waren. Wir haben sie ein bisschen gehört. Scheiße. Mach doch nicht.
Nein, nein, oha, der zweite ist ja viel schwächer als der erste. Ja, der zweite ist nur ein Bogenschütze. So, ich gehe jetzt dann, glaube ich, in meinen Tower und gehe wieder PvP. Ich habe keine Lust, irgendwas zu machen. Okay. Also, da war ja noch nicht. Jetzt muss ich mal wieder runterkommen. Ich gehe jetzt aufs Klo und dann töte ich mal 5 Leute oder so und dann schauen wir weiter. Oh Mann, ich hab noch 2 Stunden, ey. Scheiße. Verdammt teuer. Was? Wer setzt diese beschissenen Zeichen? Ach come on, Alter, das gibt's doch nicht. Die scheiß Waffe staggert keinen Arsch. Scheiß Katana. Das ist schon wieder der Ritter. Dann geh weg jetzt. This land is ripe, kings come, the land is set, no better clue.